Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Star Soccer. Nachdem wir in der letzten Folge wieder den Anschluss zu den oberen drei geschafft haben und wir jetzt so ungefähr auf der Hälfte des Spielplans sind, noch drei Spiele, dann haben wir genau die Hälfte geschafft, ist das schon mal eine ganz gute Entwicklung. Ich würde sagen, wir kaufen einen Energy Drink zur Freude des Tages. Und würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mal in die 20. Spielwoche. Wir wurden von einem Fußballschuh, ob wir einen Sponsorenvertrag nehmen wollen, den nehmen wir natürlich an. Jawohl, unterschreibe einen Sponsorenvertrag. Okay. Wir spielen jetzt gegen Wien Nummer 2, also ein Topspiel. Und auf geht's. Der Anschluss. Und da ist schon 1:0. Wer hätte das gedacht? Eventuell schaffen wir es jetzt sogar ein bisschen, die Punkte klarer zu machen. Ah, nein, das war zu viel. Da kam ich leider nicht mehr dran. Und der Ausgleich. Okay, man sollte den Tag nie vor dem Abend loben, oder wie heißt das noch? So, ein Pass, 19,8 Meter. Und jetzt einfach mal... So. Ah, leider kein Tor. Und an dem Tor vorbei. Schaffen wir es vielleicht, noch ein Tor zu erzielen in der ersten Halbzeit. Ball geht an uns. Ja, spielen wir ab. Wir versuchen mal abzuspielen. Ah, übers Tor drüber. Das darf natürlich nicht passieren. Okay, wir spielen nach vorne. Okay, zur Halbzeit 1:1. Vielleicht auch noch ein bisschen den... 2:1, okay. Bisschen den Einsatz erhöhen. Und da ist der Ausgleich. 2:2. So muss es gehen. Okay. Wir holen uns den Ball. Den legen wir natürlich zu unseren Kollegen in der Mitte ab. Und... da ist das die Führung, 3:2. Jawohl. Okay. Okay, wir könnten den Ball gewinnen. Diesmal haben wir den Angriff unterbrochen. Chance abzuspielen. Okay. Jetzt muss es irgendwie klappen. Er kommt zu uns. Okay. Und... draufgehauen. Nein! Ganz knapp dran vorbei. Ganz, ganz knapp. Aber da ist es. 4:2. So langsam nähern wir uns den klaren Verhältnissen. Und der weitere Pass. 16,2 Meter. Wir sind angreifbar. Und könnte das 5:2 werden? Wir werden es sehen. Ja, da ist es! Das 5:2! 5:2. Wir holen uns den Ball. Eventuell nochmal abgespielt, aber leider in den Mann geschossen. Und... ah, okay. Und damit ist das Spiel vorbei. 5:2. Wer hätte das gedacht gegen den Tabellenzweiten? Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Können wir uns noch nicht mal einen Energy Drink von leisten. Aber wir haben einen neuen Star-Status. Vielleicht lässt sich mit dem Trainer reden, sodass wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Okay, wir sind auf einen Punkt dran. Selbst der erste Platz ist in Schlagweite. Wenn er auf dem Boden bleibt und hart trainiert, kann er alles erreichen. Und das wollen wir natürlich auch versuchen. Wir versuchen jetzt einfach mal den Vertrag zu erneuern. Okay, du brauchst einen höheren Star-Status. Schade. Wir haben sogar noch ein Energy-Getränk. Dann würde ich sagen, trainieren wir einfach nochmal die Wahrnehmung, damit wir überall... ach, du heilige Scheiße. Oh Gott. Das war gar nichts. Ja, das wäre auch noch sehr, sehr knapp geworden sogar, was?
Okay, wir trinken. Und dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Spiel gegen die Arminia. Okay. Eine Reihe von Vereinen sind offenbar an einem Kauf von der Möhre in der kommenden Transferperiode interessiert. Es dürften sich wohl Dresden, Union und Ingolstadt um seine Unterschriften streiten. Okay, das hört sich natürlich erstmal gar nicht schlecht an. Dann würde ich sagen, starten wir in das Topspiel gegen die Arminia. Und hoffen einfach mal, dass uns vielleicht der Lucky Punch glückt. Und da ist die Vorlage 1:0 für die Unterhachingen. Aber erstmal nicht übermütig werden natürlich. Das Spiel dauert noch. Und wir haben erst die 25. Minute. Da kann sich noch einiges ändern. Okay. Schönen Fußball. Schade, leider abgeblockt. Okay, wir wollen ihn abfangen. Und wir fangen ihn ab. Sehr gut. Wir machen heute, oder wir müssen heute einfach mal das Spiel unseres Lebens machen, damit wir vielleicht sogar noch zur Überwinterung auf die oberen Tabellenplätze kommen. Und vor allem auch natürlich zeigen, dass wir es können. Scheiße. Da haben wir natürlich nicht so gut geschossen. Und das meinte ich nämlich kurz vorm Abpfiff, kurz vor der Halbzeit nochmal das Unentschieden, beziehungsweise 1:1 Ausgleich. Jetzt natürlich kommt es auf die zweite Halbzeit an, dass wir hier wirklich so spielen, wie wir es können sogar, oder wie wir eigentlich in den letzten Spielen gespielt haben. Und da sowas, 2:1. Aber das, die Arminia wird sich das nicht auf sich sitzen lassen natürlich. Das wäre ja auch zu schön. Au, Lattenknaller. Lattenknaller. So eine Kacke. Okay. Jetzt noch die letzten Minuten. Wir holen uns den Ball. Wir spielen ihn nochmal quer ab. Jawohl. Und jetzt. Und. Ah, schade. Übergelatte. Aber jetzt, Ball geht an uns. Wir spielen nochmal zu unserem Vereinskollegen. Und der Torwart hält und hält und hält. Und damit haben wir gegen die Arminia gewonnen. 2:1. Knapp, aber verdient. Eine Spielbewertung von 8,7. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Neuer Passdistanzrekord sogar. 34 Meter jetzt. Und damit nähern wir uns. Oh, wen? Es hat uns jetzt überholt mit einem Punkt Vorsprung. Okay. Wir haben hier aber wirklich ein sehr, sehr dichtes Feld. Also bis zum 5. sind es vielleicht zwei Punkte. Und das ist wirklich nicht viel. Also da müssen wir wirklich jetzt in den nächsten Spielen wirklich mal zeigen, dass wir konstant Fußball spielen können. Unterhaching haben ein Transferangebot von Union für dich akzeptiert. Ach! Du kannst mit ihnen einen Vertrag aushandeln oder ablehnen, wenn du bei Unterhaching bleiben möchtest. Okay. Das wäre natürlich zweite Liga, aber natürlich Position 16. Da müssen wir erstmal ein bisschen verhandeln. Nein. Okay, und die Union will nicht weiter verhandeln. Dann würde ich einfach sagen, wir lehnen das ab. Spielen bei Unterhaching weiter. Denn eventuell geht es ja auch für uns so schon in die zweite Liga. Und darauf arbeiten wir jetzt einfach mal hin. So. Wir holen uns den Ball. Irgendwie. Jawohl, da haben wir ihn abgefangen. Er hat angefangen abzuspielen. Die nutzen wir doch auch direkt. Sehr gut. Und wir haben viel Platz. Abspielen und oh, der war gar nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eng nochmal wird. Und oh, wieder so ein Ding. Und im Nachschuss, jawohl. Er ist ein ziemlich hartdenkender Typ. Das ist ja was. Im Nachschuss hat er den noch reingemacht.
So, das ist der Einsatz, den wir brauchen im Aufstiegskampf. Okay, wir könnten den Ball gewinnen. Oh, ah, das wird nichts. Da waren wir einfach nicht schnell genug. Oh, ach, geklappt. Okay, wir führen immerhin nur 1:0. Das ist wirklich eng. Nicht, dass wir das noch vergeigen. Vor allem, weil Platz 1 bis 5 wirklich so nah beieinander sind. Also da kann wirklich noch einiges passieren. Nicht so wie zurzeit in der Bundesliga, beziehungsweise die letzten Jahre in der Bundesliga. Da war das eher nicht so spannend. Und, ganz knapp, ganz, ganz knapp an dem Pfosten vorbei. Nee, den kriegen wir leider nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich gegen den Tabellen 18. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Okay, er kommt zu uns. Ja, er steht auch nicht wirklich besser. Das heißt, wir hauen drauf. Oh, an den Pfosten. Sonst wäre echt ziemlich geil geworden. Okay, Großschuss. Freistoß. Oh, schade, direkt in die Arme. Nein, 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 das hatte ich befürchtet. Nein, das hatte ich befürchtet. Oh Gott, immerhin der Anschlusstreffer 2:3. Aber das ist natürlich jetzt gerade in so einer Situation oder in der Tabellensituation ist das nicht wirklich gut. Das ist sogar eher schlecht. Da sind wir nämlich direkt schon wieder auf den 5. Platz abgefallen. Und jetzt sind es schon wieder 3 Punkte auf den 3. Das ist nicht wirklich gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Schnelligkeit trainieren, dass wir da die Bälle besser abfangen können. Weil sonst werden wir immer wieder so ausgespielt und das können wir uns wirklich nicht erlauben. Okay, was können wir uns eventuell für 17 leisten? Oh, wir haben hier ein paar Dinge, zum Beispiel ein Handy und eine Spielkonsole könnten wir uns kaufen. Oder haben wir uns einfach schon mal gekauft, das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Eine Immobilie für 25, da müsste man dann mal schauen, wie das, wie man sich das halt eben dementsprechend dann leisten kann. Okay, ein Transfergebot von Dresden haben sie akzeptiert. Es wäre sogar noch schlechter, die Position 17 in der zweiten Liga. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Unterhachingern, gucken eventuell, wie es am Ende der Saison ist. Aber bis jetzt, bis dahin erstmal Konzentration auf das Spiel gegen Darmstadt. Wir befinden uns, glaube ich, auch schon wieder in der Rückrunde. Darmstadt war der 1-0 der ersten Spiele und Darmstadt schon 1:0. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, wir haben den Ball und viel Platz. Wir müssen jetzt einfach mal wirklich die letzten Spiele konsequent spielen. Sonst wird das nichts mit dem Aufstieg. Und? Oh, schade. Okay, wir müssen unbedingt den Ausgleich jetzt schießen, bevor Darmstadt auf 2:0 erhöht. Das wäre echt unvorteilhaft. Wollte ich es einfach mal so ausdrücken. Schade. Nein. Okay, Halbzeit 1:0. Wir gewinnen den Ball. Das könnte eventuell die Chance sein, wenn der Pass ankommt. Nein, der Torwart. Er hält wirklich gut. Er hält wirklich gut. Und im Nachschuss. Im Nachschuss. Der Ausgleich. 1:1. Er kommt zu uns. Wieder ein langer, langer Pass. Okay. 1:1. Ein sauberes Passspiel. Wir könnten jetzt draufhauen. Aber ich glaube, wir spielen lieber ab. Vielleicht hat er die bessere Position. Nein, hat er nicht. Die hat er leider nicht. Oder er nutzt sie zumindest nicht.
Schade. Okay. 70. Die Minute. Oh, wir werden angespielt. Eventuell jetzt die entscheidende Flanke. Nein! Ah, der Torwart ist aber auch wirklich gut von Darmstadt. Kann man nicht anders sagen. Dabei geht an uns. Und den spielen wir einfach mal zu ihm nach außen. Wow, ein Lattenknaller. Schon wieder. Wir holen uns den Ball. Heute treffen wir echt viel, viel, viel Aluminium. Das ist wirklich nicht so gut. Und wieder dran vorbei. Ah. Okay, er kommt zu uns. Vielleicht die letzte Möglichkeit in dem Spiel. Nein. Nein, nein, nein. So geht's nicht. So geht es nicht. Okay. Wobei, ich glaube, er steht sogar noch besser als wir. Das muss jetzt nur ein sauberer Pass werden. Und nein, der Torwart. Der Torwart. 1:1. So langsam habe ich das Gefühl, dass wir das am Ende nochmal dicke verspielen, weil die anderen Teams, glaube ich, sehr konstant spielen, was wir eben nicht tun. Na gut. Ja, 5. Platz. Damit verabschiede ich mich für diese Folge von New Star Soccer. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder ja, ich hoffe, wir können in den nächsten Folgen uns wieder nach oben arbeiten. Bis dahin, auf Wiedersehen!